Die Frage muss eigentlich eher lauten, was hat die CDU in der Klimapolitik versäumt oder sogar schlimmer gemacht? Den Kohleausstieg verteuert und künstlich in die Länge gezogen. Den Ausbau der erneuerbaren Energien sabotiert und behindert. Die Agrarwende ebenso. Und Verkehrswende scheint bei der Union nach wie vor ein Fremdwort zu sein, das sie entweder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Jede fünfte Tonne Treibhausgase, die wir hier in Deutschland emittieren, kommt vom Verkehr. Nur der Verkehr ist heute genauso klimaschädlich organisiert wie 1990. In 30 Jahren haben wir beim Verkehr keinen Fortschritt beim Klimaschutz gemacht. Oder um genau zu sein, nur um 0,8% sind da die Emissionen gesunken. Und das Problem beim Verkehr sind nicht die Schiffe, nicht die Züge und auch der rein innerdeutsche Flugverkehr macht in absoluten Zahlen kaum etwas aus. 94% der Emissionen aus dem Verkehr stammen vom Straßenverkehr. 2/3 von den Autos und 1/3 von LKWs. Wir müssen daher so schnell wie möglich neue Mobilitätskonzepte entwickeln. In der Stadt andere als auf dem Land, für Kurzstrecken andere als bei weiten Reisen. Aber wir müssen uns überall und in jedem Fall von den Verbrennungsmotoren verabschieden und von der irrwitzigen Menge von 47 Millionen PKWs. Heute. Nicht erst in 30, in 20 oder in 10 Jahren. Und in dieser Situation baut die Bundesregierung 2020 immer noch neue Autobahnen. Zum Beispiel die A49, die durch den Danni führen soll. Mehr und breitere Straßen führen immer zu noch mehr Verkehr. Das kann man seit Jahrzehnten beobachten. Diese A49 ist ein reiner Irrwitz, dank CDU. Seit vielen Monaten besetzen mutige und entschlossene Menschen den Dannröder Forst. Einen widerstandsfähigen Mischwald, wie wir ihn brauchen, für die Zeiten der eskalierenden Klimakrise. Um den Irrwitz des Autobahnbaus zu verhindern und diesen Mischwald zu schützen, nehmen sie Kälte und Entbehrungen auf sich und müssen jetzt sogar um ihr Leben fürchten. Weil die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen den Danni räumt und dabei sogar Tote in Kauf nimmt. In Solidarität mit diesen Menschen gehen wir heute hier auf die Straße. Wir fordern eine sofortige und umfassende Verkehrswende. Wir als Klimaneustadt Berlin protestieren auch gegen den Weiterbau der A100 bis zum Treptower Park und fordern auch hier in der Stadt eine Verkehrs- und Klimawende. Es scheint nicht an guten Argumenten zu fehlen oder an tollen Leuten, die es aussprechen. Alle Fakten sind ausgetauscht und dennoch sitze ich hier im Wald mit meiner Tochter, hoch oben in einem Baumhaus. Eigentlich müsste ich verzweifeln, denn meine Eltern, also die Großeltern dieses Kindes, sind mitverantwortlich für den Bau dieser Autobahn. Mitverantwortlich dafür, dass meiner Tochter und allen anderen Kindern dieser Generation keine sichere Zukunft mehr garantiert ist. In Bezug auf die Weichenstellung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil hat die Politik versagt. Hat die Gesellschaft versagt? Hat der Generationenvertrag versagt? Ja, im Grunde die Fürsorge füreinander. Die Weichen werden immer mehr Richtung planetarem Kollaps gestellt. Und gerade deshalb bin ich mit diesem Kind und allen Kindern der Fürsorge schuldig. Das Baumhaus, auf dem wir letzte Woche noch saßen, ist heute schon nicht mehr da. Dieses Baumhaus ist eine sehr treffende Metapher für das, was auch im Großen gerade passiert und hier sichtbar wird. Mit jedem Baumhaus, das abgerissen wird, mit jedem Baum, der fällt, fallen die Möglichkeiten und Lebensgrundlagen dieser Generation. Mit jedem Tag, den wir wie bisher weitermachen, verliert dieses Kind die Möglichkeit auf ein sicheres Leben und ein sicheres Zuhause. Heute sind es die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen, die Bagger, die Harvester, die den Kindern ihre Häuser und Möglichkeiten nehmen. In Zukunft werden es unermessliche Dürren, Stürme, Überschwemmungen und gesellschaftliche Krisen sein. Wenn ich mit Verantwortlichen für diese Autobahn spreche, also den Großeltern dieses Kindes, kommen die alten Argumente, warum es nichts bringt, den Bau aufzuhalten. Aber worum geht es euch Verantwortlichen wirklich? Wie weit seid ihr bereit, eure Freiheit und eure Macht
die ihr durch Alter, Status und Geld erreicht habt, für die Fürsorge und Solidarität dieser Kinder einzusetzen. Was ihr als Verantwortliche und teilweise wir als Gesellschaft, die wir jetzt leben und entscheiden, ignorieren. Diese junge Generation und die Menschen im globalen Süden haben jetzt schon keine Wahl mehr, wie ihr sie hattet. Mit jedem Tag verspielen wir die Zukunft mehr und mehr. Ihr, die ihr verantwortlich seid für diese Autobahn, ihr habt die Wahl. Die Wahl zu haben, ist verdammt nochmal das größte Privileg auf diesem Planeten. Ihr habt es geschenkt bekommen, einfach so, weil ihr zu dieser Zeit und auf dieser Hälfte des Planeten geboren wurdet. Nutzt es endlich verantwortungsvoll. Eure Freiheit, eine Autobahn zu bauen, hört dort auf, wo sie auf ewig die Freiheit und Zukunft einer ganzen Generation und tausender Menschen gefährdet. Ihr, die ihr verantwortlich seid für diesen Bau, wählt endlich Nachhaltigkeit und somit Fürsorge für eure Enkel und die Menschen im globalen Süden. Wählt endlich Gemeinwohl als einzige wirkliche Versicherung für soziales Miteinander und Frieden. Wählt den Stopp der Zerstörung und geht endlich in die Fürsorgepflicht, die der andere Teil der Medaille eurer Privilegien ist. Warum sind wir heute hier? Weil wir nicht leise sein wollen angesichts der Situation im Dannenröder Forst. Weil wir laut sein wollen, weil es dort immer weiter eskaliert. Die Bilder, die wir sehen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich machen sie fassungslos. Und die Menschen, die am Dannenröder Wald für den Erhalt eines alten Mischwaldes kämpfen, die den Bau einer neuen Autobahn A49 verhindern wollen, das sind alte und junge Anwohnerinnen, Initiativen vor Ort, die seit 40 Jahren darum kämpfen, dass dieses Projekt nicht verwirklicht wird. Das ist ein Infrastrukturprojekt aus den 60ern. Und wir befinden uns mitten in der Klimakrise nach 3 Dürresommern im Jahr 2020. Und uns ist es nicht egal, wenn mitten in der Klimakrise weiter Raubbau an der Natur geübt wird. Die Menschen in Hessen verteidigen gewaltfrei mit ihren Körpern die Bäume gegen Harvester, gegen Kettensägen. Und was machen Union und Grüne? Und was macht unser allseits beliebter Bundesverkehrsminister von der Union, die wirklich alle Gesetze und Normen aufweicht, die uns im Kampf gegen die Klimakrise helfen könnten? Die Union mit MinisterInnen wie Altmaier, wie Klöckner. Und warum ist eigentlich Andi Scheuer noch im Amt? Von der Union wissen wir, dass wir nichts zu erwarten haben. Dass in Hessen ja die Union nicht alleine regiert. Da regiert Schwarz-Grün. Was ist denn mit den Grünen in Hessen, wenn schon die Union so ein Totalausfall ist? Die Grünen in Hessen schicken gemeinsam mit der CDU Polizeihundertschaften in den Danni. Polizei, die schwerste Verletzung von Aktivistinnen in Kauf nimmt. Polizei, die unverhältnismäßige Härte anwendet gegen Menschen. Verletzungen, körperliche Schäden, psychische Schäden billigend in Kauf nimmt. Und die Polizei, die ReporterInnen abdrängt, parlamentarische BeobachterInnen bei der Arbeit behindert. Wie demokratisch ist das eigentlich? Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Ihr alle kennt die Berichte, ihr kennt die Bilder, ihr kennt die Videos, die erreichen uns täglich. Und während wir hier demonstrieren, freut sich die Klimaschutzlobby weiter. Die gehen im Kanzlerinnenamt ein und aus. Und die Grünen in Hessen stützen dieses Vorgehen. Die verstecken sich hinter Gesetzen, die verstecken sich dahinter. Was sagt es? Das ist ausverhandelt, da können wir vor Gericht nichts weiter machen. Und ich habe bei der Recherche gefunden, dass Greenpeace noch im Oktober eine Einschätzung von Rechtsanwälten vorgelegt hat, dass da noch Chancen gewesen wären, was zu bewegen, weil durch die Dürresommer im Wasserrecht sich bestimmte Sachverhalte ergeben hatten. Aber das wurde nicht mal probiert. Denn es heißt halt auch, dass Politik uns gezeigt hat, wenn die sagen, das geht nicht, heißt es, das will ich nicht. Und ganz klar, und das geht halt auch rüber ins Tempodrom, Leute, politisch machbar reicht nicht mehr. Politisch notwendig ist das, was angesagt wird und das, was umgesetzt werden muss. Und selbst wenn die Grünen in Hessen sich halt hinter Gesetzen und Gerichtsurteilen verstecken und wenn es dann immer heißt, das ist eigentlich im Bundesebene und das können wir halt nicht machen. Sorry Leute, aber das ist keine Rechtfertigung für Polizeigewalt.
Ja, sie haben gefordert Moratorium für Autobahnbau und Bundesstraßenbau. Aber was wir brauchen, ist ein sofortiges Ende der Polizeigewalt. Was wir brauchen, ist ein Rodungsstopp. Was wir brauchen, ist ein Moratorium für alle fossilen Projekte, inklusive Straßenbau, inklusive Autobahnbau. Alle klimaschädlichen Projekte, bei denen Natur zerstört wird, müssen auf den Prüfstand. Freistaat ist voll! Freistaat ist voll! Freistaat ist voll! Freistaat ist voll! Vor der DEGES, der deutschen Einheit Fernstraßenplanung und Bau GmbH. Sie ist für die Planung und Baudurchführung bundesdeutscher Autobahnen und Bundesstraßen zuständig und wurde Anfang der 90er Jahre gegründet. Gesellschafter sind der Bund und 12 Bundesländer. Eines der Projekte der DEGES ist der Weiterbau der A49 und damit die Zerstörung des Dannenröder Forstes. Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat es geschafft, dieses Bauprojekt, diese Zerstörung zum Symbol zu machen. Zum Symbol für den Widerstand gegen eine Verkehrspolitik, die mit dem Slogan Autobahn in die Klimakatastrophe sehr passend umschrieben ist. Denn wo Blechlawinen den Raum einnehmen, hat nun mal nichts anderes Platz. Im Danni sollen ihnen die Bäume weichen und auch in der Stadt weicht ihnen jeden Tag, seitdem wir denken können, alles Leben. Spielplätze statt Parkplätze, Wald statt Asphalt, für die Verkehrswende, gegen die Klimakatastrophe. Keine A49, keine A100. Danni, Blech!